Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Fahrt und Semine, denke ich mal. Spricht man es aus. Türkischer Honig. Türkballe steht hier, also türkischer Honig, das ist nochmal die gleiche Übersetzung. Official Video, wir gehen kurz in die Infobox rein. Fahrt ist wieder back am Start, zusammen mit Semine. Wir gucken natürlich hier Nazizi, Street Album haben wir hier. Zack. Fahrt auf Instagram, Fahrt Facebook, abonnieren Beat haben wir hier. Beat ist von BKs und Fisnik Beats. Okay, den Channel ab. Achso, das kann ich auch zu euch sagen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu verbreiten und den beliebten Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Jetzt geht's los. Okay, wir geben uns jetzt den Song. Zack, zack, zack. Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Sie sagt irgendwas, sie macht hier eine türkische Hook. Also irgendwas mit Telefon, Çaldı, das Telefon. Ich muss nochmal richtig drauf eingehen, warte. Ich gehe nochmal bis vor den Drop, weil da wiederholt es ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal drauf gespannt. Nochmal. Wir gehen hier hin jetzt. Okay, das heißt, dass das die Hook ist, die sie da macht. Aber es hat sich auch nochmal schön angehört, oder? Findet ihr nicht auch? Ich fand, dass sich das richtig schön angehört hat. Nein, Candy, mir ist es aldem. Soweit ich verstanden habe. Ich habe mich selbst als Geisel, mich selbst festgenommen. Nacht und ich sitze wieder wach. Die Sehnsucht frisst mich auf, doch dafür ist jetzt kein Platz. Frag mich, wo du bist, wie es dir geht und was du machst. Ich wünsch, du wärst bei mir, Mann, ich vermisse dich so krass. Sie sagen, wahre Liebe macht dich stark und tut dir gut. Doch warum bin ich da? Oh, wie schön diese kurze Frequenz, wo man sie im Hintergrund einmal kurz gehört hat. Und wie passend gerade Fahrts Stimme auf dem Beat einfach ist. Ich schwöre, es hört sich nice an. Es ist auch in den Trends auf Platz 3, soweit ich weiß. Stark und tut dir gut, doch warum bin ich dann besessen wie von einem Fluch? Ich weiß, dass ich der Grund dafür bin, dass du weinen musst. Verrückt vor lauter Liebe, eingehüllt in Eifersucht. Oh, hört ihr das? Ich muss sagen, er float hier schön durch, redet über Liebe, Eifersucht und man hört sie so ganz leicht im Hintergrund. Das ist was sehr Seltenes im Deutschrap und es ist unnormal schön. Boah, ich freue mich also gleich nochmal, wenn die Hook reinkommt. Will ich nochmal hören. Auf jeden Fall direkt nochmal hören. Vermisse deine Stimme, deine Art und deinen Duft. Weißt du noch, Janim, nur für einen Kuss. Sie sagen, gute Frauen lieben oftmals schlechte Männer. Wenn dem so ist, bin ich vielleicht der letzte Penner. Oh. Okay, heftiger Part von ihm, heftiger Part. Gehen wir jetzt nochmal hier hin und schön jetzt nochmal die Hook genießen. Okay. Oha, die Hook hat unnormal Ohrwurm-Potenzial. Zweites Mal gehört und ich will direkt schon mitsingen. Candy, miss it all them. Hey, mir gefällt's. Machen muss, damit du wieder lachst. Vielleicht bin ich verrückt und lieb dich einfach viel zu krass. Erzähl mir bitte nicht. Nice! Vielleicht bin ich verrückt und lieb dich einfach viel zu krass. Digga, wie passend ist das hier gerade? Ich bin selber gerade voll verwundert. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich sehe türkischer Honig. Daneben so Türkballe, die Übersetzung. Ich denke mir, okay, was wird mich jetzt erwarten? Digga, hier ist irgendwas Weißes. Ist es auch. No homo, aber. Auf dem Bildschirm hier, aber ich weiß nicht, ob das nur bei mir angezeigt wird. Ist auch egal. Das mit uns beiden macht keinen Sinn. Du sagst, ich sei verrückt und würde dich nur zum Weinen bringen. Hast du vergessen, dass wir beide glücklich waren? Es stimmt, ich hatte nichts, doch machte deine Wünsche wahr. Worte Zucker süß wie Baklava und Dunkin Donuts. Liebe macht verrückt, ich schieb nen Film wie Humphrey Bogart. Ey, boah.
Fahrt liefert komplett ab. Fahrt liefert hier gerade komplett ab. Unnormal nice. Starker Song. Starker Song und ich bin gerade bei der Hälfte. In der Nacht und ich sitze wieder wach. Die Sehnsucht frisst mich auf, doch dafür ist jetzt kein Platz. Frag mich, wo du bist, wie es dir geht und was du machst. Ich wünsch, du wärst bei mir, Mann, ich vermisse dich so krass. Boah, wie nice das ist, dass sie in der Pre-Hook das gleiche sagt wie in der Hook, nur dass in der Pre-Hook der Beat halt komplett verschwindet, so ruhig wird und ihre Stimme so im Vordergrund ist und dann mit dem Drop zusammen vollständig alles reinkommt. Perfekt. Das ist so perfekt, dass die Pre-Hook auf der Hook basiert quasi. Nice. Es ist so, ich habe mich selbst gefesselt. In meinem inneren Herzen, inneren habe ich Schmerzen. So, das versucht sie auf jeden Fall auf Türkisch zu sagen. Ich bin kein Türkisch-Übersetzer. Von Türkisch auf Deutsch übersetzen ist eh immer Krise, aber so, damit ihr wisst, worum es geht. Ey, der Song wird sowas von in die Playlist gepackt. What? What the fuck? Junge, Voice Crack ist da. Was geht ab? Junge, der Song. Ich komm da gar nicht drauf. Genau, unnormal schön. Was hat sich für eine schöne Stimme? Alles klar, später erinnern, nerv mich nicht. So. Und nochmal schön, auf einmal hörst du eine Saz. Krass, krass. Ist einfach was, der Song hat so, ihr müsst vorstellen, der Song hat irgendwie so angefangen und endet jetzt irgendwie so, also ganz anders. Es ist, ich weiß selbst gerade nicht, was hier abgeht. Benny Biraz Anlasana, also versteh mich mal ein bisschen wenigstens. Oh, ich brenne für orientalisch und wenn das auch noch türkisch-orientalisch ist, dann brenne ich dafür wirklich. Also, boah, genauso viel Deutschrap, so wie ich Deutschrap höre, höre ich auch türkisch-arabesk und andere Sachen. Stark. Stark.